Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll, weil eine meiner persönlichen Vermutungen kürzlich bestätigt wurde. Leider muss ich dazu sagen, aber ich finde, wir müssen trotzdem darüber sprechen, da wir ja jetzt einfach auch was Handfestes vorliegen haben und nicht nur spekulieren müssen. Denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Farm Loves Face hat kürzlich ein Statement rausgebracht, in dem sie gesagt haben, dass die kommunizierte Retinalkonzentration in ihrem Retinalserum nicht stimmt, sondern deutlich darunter liegt. Und zwar wurde das auch einfach darauf bezogen, dass ihnen der Rohstofflieferant irgendwas falsch kommuniziert haben soll und dass sich wahrscheinlich die Konzentration, also meine Vermutung, auf den enthaltenen Retinalextrakt bezieht. Meine Vermutung ist tatsächlich rein optischer Natur, weil die meisten Retinalprodukte mit diesen Retinalkonzentrationen, aber auch niedrigeren Retinalkonzentrationen, eine deutliche Gelb- bzw. Orangefärbung aufweisen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, sowas einzufärben, aber das spielt jetzt in dem Zusammenhang keine Rolle, da das Produkt von Balea, aber auch Farm Loves Face obviously nicht eingefärbt ist. Und ich habe auch so einen Texturswatch gemacht. Da könnt ihr sehen, wie andere Produkte aussehen, die beispielsweise 0,05% Retinal bis 0,1% Retinal enthalten. Und da kann man halt ganz deutlich erkennen, dass diese aufgrund des Retinals entweder gelblich sind oder orange. Das eine Produkt, das so intensiv orange aussieht, sieht so aus, weil da auch noch zusätzlich ein roter Beerenextrakt verarbeitet wurde und gelb und rot ergibt bekanntlich orange. Und ich möchte diesen Begriff in dem Video gar nicht mehr verwenden, weil ich auch weiß, welcher Rohstofflieferant das ist. Ich möchte ihn jetzt auch nicht namentlich erwähnen. Ich werde auch keine kompletten Datenblätter oder Präsentationen von diesem Rohstofflieferanten zeigen, weil ich einfach keinen Bock auf Ärger habe. Ich will nicht abgemahnt werden, da ja solche Sachen auch teilweise urheberrechtlich geschützt sind. Und ja, ich natürlich hätte vorher fragen müssen, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Rohstofflieferant nicht möchte, dass sein Rohstoff in irgendeinem Drama oder in einem negativen Kontext auftaucht. Deswegen werde ich jetzt einfach nur so ein bisschen allgemein über diese Thematik sprechen. Aber es steht euch natürlich frei, euch trotzdem weiterführend zu diesem Thema zu informieren. Und ich werde einfach sagen, es ist eine Mischung aus Glycerin und Retinal. Es ist sozusagen kein reines Retinal, sondern eine Mixtur. Aber der Rohstofflieferant bezeichnet das teilweise als Retinalextrakt oder allgemein als Extrakt. Und hier muss ich sagen, wenn man in der Produktentwicklung drinne steckt, im Entwicklungsprozess drinne steckt, dann wäre das für mich persönlich die erste große Red Flag gewesen. Denn Retinalextrakt existiert nicht als offizielle INSI-Bezeichnung. Und das kann man auch recht schnell in der COSINC Datenbank herausfinden, dass sowas wie ein Retinalextrakt nicht wirklich existiert, aber es klingt natürlich super natürlich und irgendwie cool. Von daher muss ich sagen, dass ich zumindest diese Angabe sehr, sehr irreführend finde. Außerdem kommt noch hinzu, dass dieser Rohstoff, der aus Glycerin und Retinal besteht, auf verschiedene Arten kommuniziert wird. Das heißt, auf einem Datenblatt wird angegeben, dass so und so viel Prozent Retinal in dem Rohstoff enthalten ist. Und in einer Präsentation bewegen wir uns dann aber in irgendwelchen PPM, also Parts per Million Bereichen, was ja deutlich weniger ist als beispielsweise 4% Retinal in 96% Glycerin. Jetzt nur so als Verdeutlichung. Und dennoch muss ich sagen, auch wenn ich das sehr fragwürdig finde, einen Rohstoff auf diese Art und Weise zu vermarkten, hätten schon da aus meiner Sicht so ein bisschen die Alarmglocken läuten müssen. Denn wenn man solche widersprüchlichen Informationen findet oder vorgelegt bekommt, dann ist es natürlich überaus wichtig zu fragen, weiterführende Fragen zu stellen, denn es geht ja bei Produkten, die mit Retinal werben und vor allem mit spezifischen Konzentrationen werben, da geht es doch um diesen Rohstoff.
Das heißt, das Interesse daran, dass die Konzentration auch wirklich stimmen, sollte besonders hoch sein, damit man auch die beworbene Konzentration, die man auf sein Produkt draufpacken möchte, richtig deklarieren kann. Ich zeige euch mal kurz an einem Beispiel, wo das hätte spätestens auffallen müssen, dass irgendwas mit der Retinalkonzentration nicht stimmt, also zumindest mit der eingeforderten Retinalkonzentration von 0,15%. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Kommunikation abgelaufen ist, welche Bedingungen gestellt wurden, was man genau im Produkt drin haben wollte. Aber hier könnt ihr beispielsweise eine INCI-Auflistung für eins meiner Produktmuster sehen, das ich aber im Nachhinein verworfen habe. Und da könnt ihr erkennen, dass jeder einzelne Bestandteil aufgelistet wird und daneben die Konzentrationsspanne angegeben wird. Und wenn ihr ganz unten hinschaut, dann könnt ihr Vitamin E und Sonnenblumenöl entdecken, also Tocopherol und Sonnenblumenöl. Und das ist eine Rohstoffmischung. Das heißt, es sind keine einzelnen Bestandteile, die da reingepackt wurden, sondern das Tocopherol ist im Sonnenblumenöl gelöst und dennoch wird das einzeln aufgelistet mit den jeweiligen Konzentrationsspannen. Das heißt, es hätte hier schon auffallen können, dass das Retinal unter 0,1% liegt. Manchmal ist es natürlich so, dass man diese Auflistung einfordern muss, aber ich persönlich finde das super, super wichtig, vor allem wenn man ganz bestimmte Konzentrationen an seine Kundschaft kommunizieren will, denn dadurch geht man einfach nochmal sicher, dass das, was man vermarktet, auch tatsächlich stimmt. Selbstverständlich gibt es noch andere Fehlerquellen, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder jeden belügt und irgendwelche Dokumente fälscht, dann müssen wir alles hinterfragen, denn es muss einfach auch eine gewisse Vertrauensbasis geben und die Datenblätter und Sicherheitsbewertungen und Produktinformationsdateien existieren ja nicht zum Spaß. Die sollen ja auch garantieren, dass das, was im Produkt drin ist, sicher ist, dass die Rohstoffe nicht belastet sind, von welchen Lieferanten die Rohstoffe kommen, damit man das alles einfach nachvollziehen kann und damit das Produkt auch in seiner Form sicher für die Verbraucher und Verbraucherinnen ist. Dann gibt es aber noch einen Punkt, an dem es hätte auffallen müssen, dass irgendetwas mit der Retinalkonzentration nicht stimmt oder dass der Rohstofflieferant eine Mischung aus Glycerin und Retinal anbietet. Und zwar ist das die Produktinformationsdatei, die man auch im CPNP-Portal hochladen muss. Und die Produktinformationsdatei enthält nicht nur die Sicherheitsbewertung und Informationen zu beispielsweise irgendwelchen Wirksamkeitsnachweisen, sondern sie enthält auch Informationen zur quantitativen Zusammensetzung des Produkts bzw. der Rezeptur und es gibt darin auch Informationen zu den einzelnen Rohstoffen, Rohstofflieferanten, wie sie heißen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man diese Produktinformationsdatei überprüft, dann sieht man auch, was drin ist. Also selbst wenn man die Auflistung der Inhaltsstoffe nicht erhalten hat oder es versäumt hat, sie zu überprüfen oder das irgendwie vergessen hat, ist da immer noch die Produktinformationsdatei, die einem alle Informationen, die man zu seinem Produkt wissen muss, offenlegt. Ich hoffe, dieser kleine Einblick war hilfreich für euch und wie gesagt, es geht mir nicht darum, irgendwem die komplette Schuld zuzuschieben. Natürlich gibt es Rohstofflieferanten, die ihre Rohstoffe auf irreführende und fragwürdige Art und Weise vermarkten, denn sie wollen sich von der Konkurrenz abheben und Geld verdienen, aber es ist keine Frage, dass das absolut Kacke ist. Und dennoch ist es natürlich in der Verantwortung der Marke, dass man solche Sachen auf Unstimmigkeiten überprüft, bevor man sein Produkt launcht.